Das ist Aldi und dies ist seine Geschichte. Er betreibt eine Art Kiosk auf Bali, nichts Ungewöhnliches in Indonesien. Was mich allerdings beeindruckt hat, war Folgendes, aber hört am besten selbst mal rein. Hello Aldi. Hello. How old are you? 17. Berapa jam? Kamu kerja satu hari? 24. How many days a week? 7. 7, ya. Family dari kamu asli dari mana? Madura. Madura, itu berapa kilometer dari sini? Satu hari satu malam. Satu hari satu, pakai bus? Berapa kali jumpa sama family? Satu tahun? Satu tahun, satu kali. Satu kali, okay. Terima kasih, Aldi, ja? Okay. Leute, dieser 17-jährige Junge arbeitet einfach immer. Er schläft direkt hinter dem Tresen und ich habe selbst gesehen, wie er um 2.30 Uhr für einen Kunden aufgestanden ist, um ihn zu bedienen. Pro Monat macht er ca. 100 Euro Gewinn, einen Großteil davon schickt er zur Unterstützung seinen Eltern. Wow, Mino! Guck mal, man hat dir einen Tipp gegeben, ne? Wow, was hast du denn? Hallo? Auf Indonesisch. Sama, sama. Kann ich mal wie lange trima kasih untuk semua? Kamu baik sekali. Saya bilang sama teman-teman di Jerman. Oh, saya ada jumpa orang umur 17 aja kerja setiap hari. Oh, kuat itu orang. Lagi dia sama saya, dia bilang, oh, itu orang kami mau kasih ini. Thank you. Ya, itu 1,5 juta ya. Untuk kamu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya. Itu dari hati kami ya. Take care ya. Thank you. Bye-bye.